Ja, Leute, Tabelle können wir eigentlich wegmachen. Brauchen wir nicht mehr unbedingt. Man City kann es nicht mehr schaffen auf dem 5. Platz. Es sind ja 4 Punkte auf Arsenal. Also theoretisch schon. Also wenn Arsenal verlieren würde, 66, Man City gewinnt, es könnte theoretisch doch passen. Mathematik 6, aber macht nichts. Passiert sehr wenig hier. Riesenchance in Liverpool, gerade sagt man's. Man City kontert bei 5 gegen 4 über Nasri. Jetzt bin ich mal gespannt. Cavani ist frei durch, hat ja einen Sommer vor sich. Komm, pack den dir. Zieht ab. Ja. Das fängt ja gut an. Edinson Cavani, wir erinnern uns, das ist der Mann, der mit Jelle Fossen da sich um den zweiten Platz kloppt. Das geht so nicht. Meine Güte. Liegen die hier wieder hinten. Also ich meine, wir standen ja schon defensiver. Das ändern wir natürlich jetzt ganz schnell wieder. Einsatz hoch, ist mir jetzt egal. Das ist das letzte Saisonspiel. Die sollen sich da mal ein bisschen jetzt zusammenreißen. Das kann es ja nicht sein hier. Und nennen uns nicht Liverpool. Jetzt gibt's hier Popo-Klatsche, wie Gronkh sagen würde. Freistoß Sigurdsson aus 28 Metern, ne? Da muss natürlich auch viel passieren, wenn du deinen Torwart wie Joe Hart überwinden willst. Touré und Fellaini im Duell. Und Touré haut da richtig rein, Fellaini zieht zurück. Ja, symbolischer Charakter, wie man so schön sagt. Ja, nächste Möglichkeit für uns jetzt, aber die ist eher mickrig. Gibt immerhin Eckball, Unua hat ihn rausgeholt, mal schauen, was dabei rauskommt. Sigurdsson, Michael Richards gegen Fellaini. Kann ihn da beim Kopfball behindern, sodass der das Ding nicht mehr platzieren kann. 3 Meter am Kasten vorbei. Also nicht der Rede wert, was wir momentan hier spielen. Jan Sommer mit einer 5, klar, ein Schuss aufs Tor, einer drin. Ist natürlich klar, dass da nicht die beste Note da stehen kann. Also er muss sich steigern, ganz klare Geschichte. Der muss mehr Bälle halten. Da fehlen mir einfach die Glanzparaden. Bei anderen Torhütern sieht man das viel öfter. Nochmal Konzentration kurz vor der Halbzeit. Schlechtes Spiel einfach. Ist pünktlich Schluss. Es lohnt sich da gar nicht bei den Statistiken zu gucken, weil da ist nichts. Ne? Da waren höchstens mal kleine Chancen von uns. Das haben die gut gemacht. Die haben den Konter versemmelt. Nicht versemmelt, schön wäre es gewesen. Die haben den Konter versenkt und das war's. Fellaini mit einer 5. Ja, ich will eine Revanche fürs Hinspiel sehen. Das heißt, wir müssen das Ding gewinnen, klar. Ja, das Resultat ist enttäuschend, das muss ich euch ja nicht sagen. Das letzte Spiel in der Saison und die gehen vor den eigenen Fans hier so unter. Wir kritisieren natürlich Fellaini. Etwas hart, ne, nicht etwas zu hart. Kannst du ja mal den Touré fragen, was hart ist. Oder harter Einsatz. Klingt auch so ein bisschen doppeldeutig. Ich habe nichts gesagt. So, die motivieren wir hier alle. Ja Gott, Massagen, wo soll das hinführen? Jelle Fossen, ich würde sagen Fellaini. Und wer geht denn hier noch am Krückstock? Eigentlich, ja, Shawcross, Heitinger. Ich denke mal, hinter der Abwehr müssen wir auf jeden Fall einen haben, der noch laufen kann. Deswegen, Shawcross ist jünger, ich denke mal, der kann da noch ein bisschen mehr gehen. Okay, alles gemacht. Teamwork ist mies. Stimmung ist auch grottig. Immerhin haben sie den Rückstand gut weggesteckt. Ich denke mal, wir können hier mal was umstellen, ne? Nur wie? Dafür müsste ich Sigurdsson opfern, das will ich eigentlich nicht. Ich wollte nämlich dann ein doppeltes zentrales Mittelfeld stellen und den hängenden Spitzemann dafür opfern, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Und vor allem ihn brauchen wir da in der Schnittstelle. Nee, nee, wird nichts geändert. Wir werden erstmal so weiterspielen. So, lassen die alle aufwärmen. Ich hoffe, dass jetzt hier ein bisschen mehr geht. Der Baumaler blickt hier nicht gerade erfreut rein, das ist ganz klar. Auch wenn es bei uns schon relativ gegessen ist. Siehst du, das meine ich. Glanzparade, Joe Hart. Bei uns fehlt es. Das ist in der Saison viel zu selten vorgekommen, dass Jan Sommer uns einfach mal den Arsch rettet. Heute mit einer 4,5. Am Konter, da muss er nicht unbedingt. Da kann keiner verlangen, dass der den Ball hält. Aber schön wäre es trotzdem. Barkley sucht Sigurdsson. Und irgendwie kommt der Ball dann aus einem Meter nicht an Joe Hart vorbei, was natürlich ein komplett Desaster ist. Fellaini nach wie vor mit einer 5. Haben wir einen für links? Ich glaube, da haben wir keinen. Ne? John Heitinger wird jetzt hier sehr, sehr schnell müde. 65. Brooks für Onoa. Es passiert ja gar nichts hier. Voller Angriff. Jetzt kommt mal. Kommt mal aus dem Quark hier. Das ist ja nicht zu glauben. Der Pressing hat neue Höhen. Abstöße werden jetzt lang gemacht.
Passart, Abwehrreihe noch ein bisschen vor. Ist mir jetzt auch egal, wenn das Ding jetzt hier mit 2-0 verloren wird. Aber es kann ja nicht sein, dass die hier nichts machen. Company für Micah Richards. Das ist überraschend, dass der da so im zweiten Glied hängt. Company, der ja eigentlich Kapitän ist von City. Seamus Coleman, schöne Eroberung da. Nee, ich denke mal, Fellaini müssen wir jetzt rausnehmen. Und dann stellen wir das Ding um. Das nützt mir ja nichts. Das hat er zumindest mal eine 4,5. Also Richie auch jetzt mit einer 5. Katastrophe. Checo für Balotelli. Und da werde ich jetzt mal fröhlich die Klappe halten. Das ist jedes Mal schief gegangen. Wenn ich Checo erwähnt habe, hat er ein Tor geschossen. Deswegen lasse ich es heute. So, Barclay in die Mitte. Ein bisschen zurück so. Und ihn dann so hier hin. Dann können wir die beiden Clowns hier nämlich ein bisschen weiter nach vorne schieben. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Ich würde ja einen gerne hier links hinstellen, aber da haben wir keinen. Weil er mit einer 5 ist natürlich ganz gewaltig grottig. Haben wir nicht. Ich könnte höchstens Sigurdsson dahin packen. Und Thorgan Hazard dann hier vorne. Ich glaube, das machen wir. So, wird das ganze Ding jetzt halt ein bisschen umgemodelt. Haben wir die Wechsel auch schon ausgeführt. Tut mir leid für Anni Schäbe mit seiner guten Form, aber man muss halt auch manchmal etwas spontan die Sachen angehen. Und das hier ist mir dann irgendwie ein bisschen lieber, weil es passiert ja gar nichts hier nach vorne. So, Thorgan Hazard hat den auf dem Fuß. Beides, also das ist perfekt. Also Barclay kommt sehr weit mit nach vorne. Ich denke mal, dann könnte er eher hierher gehen, weil Obiang den Weg ja nicht mitmacht. Fossen ein bisschen zurück. Und den lassen wir vorne stehen. Den lassen wir vorne stehen. Also Barclay soll jetzt ganz mit reingehen. Obiang nur ein bisschen. So, Heitinga und Shawcross machen jetzt auch einen Weg mit nach vorne. Brooks außen. Die soll mit nach hinten gehen. Obwohl Sigurdsson, ich glaube, dann lasse ich ihn nicht so weit vor. Dass er dann eher noch den Sigurdsson da ein bisschen abschirmt. Okay, Anweisungen. Anweisungen, so ein bisschen französisch. Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann hoffe ich, dass diese jetzt hier noch ein bisschen reinhängen. Wir haben noch eine Viertelstunde zu spielen. Da sitzen Fans auf der Tribüne. Sogar nicht gerade wenig. Die haben Geld bezahlt. Die wollen hier nicht so einen grottigen Saisonabschluss sehen. Also bitte, Leute. Thorgan Hazard für Richie. Ja, der mich heute mal wieder enttäuscht hat. Das scheint so eine Lieblingsbeschäftigung zu sein. Einmal ein gutes Spiel machen, dass ich besänftigt bin und dann danach wieder absolut abzustinken. Man City, nächste Möglichkeit. Fast ein Eigentor von Shawcross. Da haben wir Glück. Knapp vom Knie neben das Tor. Natürlich Eckball, der kommt jetzt rein. Es war überhaupt erst die erste Ecke von David Silva für Manchester City in diesem Spiel. Checo kann den nicht drücken, geht drüber. So, wenn das Ding jetzt hier gleich hinkommt, dann mache ich das nochmal. Aber wie das ja so schön ist, voller Angriff und dann kommt der Gegner und macht wahrscheinlich das 2-0. Jawohl, ja. Mal wieder keine Glanzparade, mal wieder kriegen wir die Hütte voll hinten. 0-2 und damit ist das Spiel natürlich auch gegessen. Sololauf von David Silva, dann kloppt doch einfach mal einer drauf. Es kann doch nicht wahr sein. Heitinga kann zunächst sogar klären, aber Silva bekommt den Ball wieder, als ob er da Magneten im Schuh hätte. Naja, jetzt wechseln die sogar noch den Torwart aus. Blödes Sackgesicht, da ist es ja nicht zu fassen. Philippe Paton kommt rein. Also jetzt wollen sie uns demütigen hier. Ja, könnt ihr ja gerne machen. Wir haben den FA Cup zu Hause spielen. Ihr Blattfüße. So, Spiel geht gleich zu Ende. Nochmal eine Chance für uns. Er macht zumindest mal ein Tor. Wir schaffen es aber auch nicht, uns gute Chancen rauszuspielen. Es ist furchtbar. Nur kleine Möglichkeiten. Nur kleine hingerotzte Möglichkeiten. Das reicht einfach nicht. Wenn wir nächste Saison so spielen, dann müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen über irgendwelche europäischen Ansprüche. Oh, 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 Leute, Leute, was ist los? Bremst euch mal ein bisschen. Also es ist, als ob ich es geahnt hätte. Philippe Paton, der kam gerade rein. 68er Stärke. Sommer hat eine 80. Der hält. Eine 3-Balken-Chance. Glanztat. Also irgendwas läuft da falsch, glaube ich. Ich muss mal bei den Reflexen gucken bei Herrn Sommer, ob was da irgendwie schief läuft. Also da hängt es einfach. Eine Minute Nachspielzeit, es gibt die Niederlage, klar. Kein Tor zum Abschluss. Ja, grottenschlechtes Spiel. Aber das ist nichts Neues. Europa, wir kommen. Ja, super. Ist nur die Frage, wie. Absolut enttäuschend. Gegen West Ham grottig gespielt. Heute absolut unterirdisch agiert. Also mir graut es so ein bisschen vor der nächsten Saison. Wenn sich da nicht was ändert, dann bekommen wir mehr auf die Schnauze wie jeder Mittelklasse-Boxer. Gut, lecken wir mal die Wunde. Da haben wir viel zu tun. Bis gleich.
Also die letzten Spiele, die hättest du echt in der Pfeife rauchen können. Also ich habe mich echt schon an dieses Rote hier gewöhnt. Wieder 3 Ansprachepunkte verloren. Katastrophale, grottige Leistung meiner Mannschaft. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Selbst zu Hause gegen Manchester City reißen die hier gar nichts. Die schießen noch nicht mal ein Tor. Und sogar muss man sich da die Demütigung ansehen, dass die hier den Torwart auswechseln und der sogar noch eine 3-Balken-Chance zunichte macht. Übel, übel, übel. Also da haben wir wirklich alles aufeinander gestapelt bekommen und dann ab in die Schnauze damit. Ja, bester Spieler Daniel Vaz, ganz kurz noch gesehen, bevor ich weitergeklickt habe. Ich will es auch gar nicht mehr so richtig sehen. Also bin froh, dass die Saison vorbei ist. Es hat so viel Spaß gemacht, wirklich. Über einen ganz, ganz großen Teil. Nur irgendwann, nach dem Fulham im Halbfinale FA Cup, war irgendwie die Luft raus. Danach die Ligaspiele, die eigentlich total easy vom Papier her sein sollten. Da haben sie schon angefangen zu gurken, haben wirklich Eigentore benötigt, um Spiele zu gewinnen. Gegen West Ham, das war der Gipfel, gegen den Tabellenletzten zu verlieren und innerhalb von 10 Minuten da noch das 4:3 zu kassieren, nachdem man 3:2 führt. Und heute dann so eine Leistung, da fällt dir nichts mehr zu ein. Wenn ich das hier sehe, 2 Schüsse, aber das stimmt nicht, das ist Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Cavani, ein Tor, ich denke mal, da bleibt er zumindest hinter Fossen, was die Torgeierliste angeht. Wenigstens ein Lichtblick. Spieler des Spiels, Kolarov. Ja, dafür hast du den laufen lassen. Dafür hast du Miralas laufen lassen. Du Knallfrosch, dafür habt ihr nämlich das Ding verloren im FA Cup. Muss jeder für sich selber wissen, welches Spiel er jetzt wichtiger ansieht, ne? Herr Kolarov. So, Ergebnisse. Chelsea nochmal gewonnen heute. 94 Punkte, absolut dominant und verdient mit 4:0 gegen Sunderland hier. Die Meisterfeier eingeläutet, wir mit 84 Punkten. Es wurde nochmal knapp gegen Ende. 76 Punkte hat Manchester United. Wir haben 84. Naja, 2 Niederlagen in Folge. Arsenal 4:1 gegen West Ham United. So geht es. So muss man das machen. Stoke steigt ab, West Ham steigt ab und Middlesbrough. West Bromwich kann sich da retten mit einem Sieg. Also genau das, was vor dem Spiel ja nötig war. Das haben sie geschafft. Und damit natürlich Glückwunsch an die Mannschaft. 3:0 bei Stoke gewonnen. Das war eine nervliche Meisterleistung. Nocerino von Newcastle wechselt zu Aston Villa. 4 Millionen. Sehen wir hier. So, wir können eigentlich mal nach Deutschland gucken. Finale Tabelle, 4:0. Nürnberg feiert. Macht Halligalli, sichert sich natürlich auch schon. Ja, letztes Spieltag haben sie ja schon gesichert, die Meisterschaft. Heute vor den eigenen Fans das Ding dann zu feiern, ist natürlich dann wieder absolute Sahne. Und Bayern mit Vizemeister Bremen. Ganz schlechtes Finish, ne? Das sieht so aus wie bei uns. Die letzten 4 Spiele nicht gewonnen, nur 2 Punkte. Die hätten es machen können. Die waren für mich eigentlich fast sogar Favorit. Also Nürnberg geschwächelt hat so ein bisschen. Zumindest den dritten Platz noch gerettet vor Gladbach, die dann die Champions League Quali angehen werden. Schalke, Dortmund, das Ruhrpott-Duo. Gemeinsam hier in der Europa League. Ja, und der HSV scheitert an einem Tor. Das ist bitter. Das ist bitter. Die spielen 1:1 gegen Wolfsburg. Die hätten noch ein Tor gebraucht, ja, dann wäre es mit den Punkten auch wurscht gewesen. Aber das ist natürlich ärgerlich, zu Hause gegen Wolfsburg das zu vermasseln. So, wir gucken mal rein. Zweite Liga, ja, Freiburg, das war ja vorher schon klar. Relegationsplatz, Braunschweig, Erfurt abgestiegen. Frankfurt steigt auf, genauso wie Düsseldorf. Lautern in der Relegation, dann gegen Freiburg. Und ja, Augsburg. War doch nichts mit Augsburg, dritte Liga, zumindest noch nicht. Von der 18 im letzten Spiel durch ein, wo sind sie? 2:0 in Ingolstadt. Ja, auf den 16. Ne? Paderborn steigt ab, genauso wie Rostock, der Aufsteiger. Was war das knapp da unten? Leipzig rettet sich auch von der 17 auf die 15. Die beiden, die Verlierer des Spieltags und der Saison, klar. Mann, Mann, Mann. Also Leipzig, das war natürlich absolut Krimi. Ich glaube, da sind ein paar Leute gestorben, ein Herzinfarkt. Die liegen 2:1 hinten gegen St. Pauli in Hamburg und gewinnen das am Ende noch 3:2. Ich würde gerne reingucken, wie viel die Minute das war. Ich glaube, das kann ich aber nicht sehen. Schade. Okay, wollen wir mal gucken, gegen wen Augsburg dann spielen muss in der Relegation. Gegen Duisburg. Und da bin ich mir nicht sicher, wer das gewinnt. Ich würde fast sagen, Duisburg Favorit. Es ist ja eigentlich auch eine Zweitligamannschaft. Vom Kader her, können wir es einfach sagen. FSV Frankfurt kommt wieder hoch, genauso wie Union Berlin.
Ja, und dann wird sich zeigen, Duisburg oder Augsburg. Absteigen tun die zweite Mannschaft von BVB, der SVW in Wiesbaden und Stuttgarts zweite. So, das müsste eigentlich an den Ligen erstmal genügen. Wir müssen das nachher dann in dem Saisonabschlussvideo, gucken wir, glaube ich, mal so flüchtig überall drüber, über die europäischen Ligen, wie es da aussieht, Meisterschaft, Abstieg. Nürnberg 2, schade, die letzten paar Spiele auch nicht so gut gemacht, mit 66 Punkten absolut top. Bester Aufsteiger gewesen hier mit dem sechsten Platz. Das ist sehr ordentlich, die Jungs, die jungen Spieler. Also das ist mit Abstand die beste zweite Mannschaft. Das kann man wirklich festhalten. So, wir gucken in die Stimmen. Ja, wir lassen einen Fan zu Wort kommen. Früher haben die Burschen die Kappen beim Training aufgehabt, heute beim Mittagessen. Er hat anscheinend ein sehr waches Auge da drauf. Und scheint schon ein bisschen älter zu sein, der gute UC aus Manchester. Warum ist der eigentlich Everton-Fan? Weiß kein Mensch. So, Spieltagsstatistik. Keiner von uns dabei, klar. Spieler des Tages Maxwell mit 4 Buden. Oh, um Gottes Willen, der wird echt... Oh, Forsten, ich hab da so ein bisschen Angst. Nominierung können wir auch mal gucken hier. Gareth Bale wird hier Spieler des Jahres von den Nominierungen her. 6-mal. Vor Llorente, Javier Hernandez, Scott Dan, Fabio Quintrao von Man United und dann kommen unsere beiden Fossen und Fellaini. Mal gucken, wer es am Ende geworden ist. Die Teamleistung, wir haben uns da heute absolut erschreckend dargestellt mit einer 4. Also die müsstest du echt mit dem Teppich klopfen, müsstest du die Windel weich kloppen. Wegen diesem Saisonendspurt. Also der einzige Kredit, den sie bei mir haben, ist halt dieser Titel, ne? Dieser sehr, sehr wichtige FA Cup-Sieg. Das hat wirklich den Saisonendspurt gerettet. Ansonsten wäre das echt mager gewesen. Stellt euch mal vor, wir hätten das Ding verloren. Dann hätten wir wirklich gar nichts gehabt. Gut, wir wären Zweiter gewesen im Endeffekt in der Liga. Riesenerfolg, sagt auch keiner. Nur, es ist immer bitter, wenn du im Finale verlierst. Das haben wir ja so noch nicht erleben müssen im Let's Play. Also ich glaube, die Finals, die wir gespielt haben, die müssten wir eigentlich auch gewonnen haben. Wir sind sehr oft im Halbfinale rausgeflogen, was die ganze Sache nicht besser macht, um ehrlich zu sein. Ja, zweitbeste Mannschaft im Jahr, das spiegelt genau das wider, was wir am Ende in der Tabelle auch sehen. Die ersten vier Mannschaften genau in der Reihenfolge hier auch bei den Noten. So, beste Spieler, wo ist er denn, der gute Jelle? Da ist er, auf Platz 2 hat's geschafft. Cavani fällt sogar noch hinter Maxwell zurück. Und Hernandez trifft ja heute auch nicht. Llorente mit 44 Toren, Schnapszahl zum Abschluss. Also der müsste eigentlich wirklich hier Spieler des Jahres werden. Ich meine, Bale ist ein super Spieler, super sympathischer Kerl. Kann Fußball spielen wie kaum ein Zweiter, abgesehen von Lionel Messi vielleicht. Und noch ein paar anderen. Aber ich glaube, Llorente, der muss es einfach werden. Fairplay, das gewinnen wir. Also jetzt haben wir mal so der 1,5. Titel in der Saison nach dem FA Cup. So, Verletzungen, Karten, alles nicht wichtig. Dorian Lévesque, ja, der unfairste Spieler der Liga, war eigentlich auch schon die ganze Saison über. Okay, dann können wir eigentlich dann, ja, die Saison beenden mit dem Klick auf dieses schöne grüne Ding da unten und können mal reingucken. Ein paar Sachen hätte ich gerne noch gemacht jetzt gleich, bevor wir den Cut machen. So, der FFC Everton hat in dieser Saison einen großen Sprung nach vorne gemacht und hat sich um sage und schreibe 8 Positionen verbessert. Das sieht auch das Viech hier so. Keine Ahnung, was ist es? Ist es kein Reh? Lama ist es auch nicht, obwohl die Ohren wirklich sehr originalgetreu aussehen. Wenn irgendjemand weiß, was es für ein Ding ist, dann bitte mal unten in die Kommentare schreiben. So, und wir haben auch die meisten Spiele scheinbar gemacht. Nee, keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur für uns angezeigt wird. 50. Pflichtspiel und es werden nächste Saison noch mehr, da kann ich euch versprechen. So, Saison ist beendet. Meisterschaft war eine klare Sache und was für eine am Ende. Größte Überraschung waren wir, größte Enttäuschung Manchester City. Ja, Torschützkönig Llorente, logisch, Oscar wird bester Spieler. Das ist schade für Llorente, hätte ich ihm gegönnt. Also diese Saison zu wiederholen, das wird er, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber ich lasse mich da eines Besseren belehren, obwohl das natürlich nicht gut wäre. Ja. 3.7., da geht's wieder weiter. Warum am 3.7.? Weiß kein Mensch. Okay, klar freuen sich die Fans über die Vizemeisterschaft. Ist auch ganz klar. 44 Tore Llorente, 27 Pfosten, 25 Maxwell. Ein schönes Bild, eher eingerahmt von den beiden hier. Torwart des Jahres. Ja, da sieht man einfach, warum wir nicht Meister geworden sind. Wir haben zwar vorne
gut gespielt, aber hinten viel zu viele Tore kassiert, Torwart inklusive Abwehr, das war noch nicht so das Wahre. Peter Cech, De Gea und Simon Mignolet. Die sind die Top 3 Torhüter der Saison. Das Duell Jelle Vossen gegen Oskar mit einer 2,77 in der Durchschnittsnote wird er Spieler des Jahres, haben wir eben ja schon gesehen. Aber Vossen muss ich nicht verstecken, 2,96 im Kollektiv. Am Ende der Saison seine ganzen Leistungen zusammengefasst unter einer 3, das ist perfekt. Deswegen haben wir ihn geholt. Mal gucken, was wir hier für Spieler haben. Ja, auf den ersten Blick nichts dabei, auf den zweiten auch nicht, auf den dritten auch nicht. Nee. Das wird ja immer schlechter hier unten, ne? Gott, nee. Das müssen die Jungs hinter sich ausmachen. So, Jasper Johns, da haben wir ja vorher schon abgeklärt, dass der wechseln wird zu Tottenham. Rakowski wird von Madrid beobachtet. Junge. Der Ausverkauf scheint weiterzugehen. Wenn es da schon steht. Wenn es da schon steht, dann muss man schon hellhörig sein. Bis jetzt haben sie alle verkauft, die da aufgetaucht sind. Bei den Gerüchten. Also Leute, wundert euch nicht, wenn das passiert. So, die Rangliste. Das ist gut, dass jetzt alles noch kommt. Das passt perfekt in die Aufnahme rein. So, Weltklasse beim Torhütern. Ihr seht es ja, kein Sommer dabei. Das enttäuscht mich dann jetzt doch. Und ja, wir müssen uns überlegen, was wir da machen. Müssen wir wirklich uns überlegen. Also wir brauchen einen super Torwart. Selbst hier von Newcastle, der Team Grul, der ist hier dabei. Rena, Szczęsny, Zila, De Gea, Cech. Die ganzen großen Mannschaften, die oben mitspielen, haben hier alle den Torwart vertreten. Wir nicht. Das gibt mir zu denken. Muss ich mir echt überlegen, was wir da machen. Im Blickfeld immerhin Heitinger. Sonst keiner bei den Verteidigern. Außenbahn, da ist Eden Hazard. Und Onua zumindest hier im Blickfeld. Oh, keine Weltklasse, keine internationale Klasse bei der Außenbahn-Offensiv. Immerhin haben wir Miralas dabei. Zwei Jungs von Chelsea, Hazard und Mata. Und hier unten dann noch Richie im Blickfeld. So, Mittelfeld. Fellaini ist im weiteren Kreis vorhanden. Javi Garcia ist hier der beste Spieler. Und Weltklasse Ross Barkley, der hat sich wirklich gemacht. Der war hier im weiteren Kreis gewesen vorher. Genau, und jetzt ist er Weltklasse. Also der wird der Mann für die Zukunft für die Mitte sein. Und ich hoffe, der wird uns nicht weggekauft. Da unten haben wir im Blickfeld zumindest noch Herrera dabei. Hat am Ende einfach keine Chance gehabt gegen Barkley. Obwohl es wirklich dann in der Saison nicht so verkehrt aussah mit ihm. Hat auch wirklich sehr gute Spiele gemacht, das auf alle Fälle. So, der beste, ganz klar Weltklasse, Llorente mit seinen 32 Jahren. Auf dem Zenit, würde ich behaupten. Internationale Klasse zumindest, Gylfi Sigurdsson, Jelle Vossen, Castaños ist dabei, David Ngoc von den Queen's Park Rangers. Im Blickfeld, nee, nicht im Blickfeld, im weiteren Kreis ist Jelavic. Da ist auch Javier Hernandez dabei, Soldado, Lucas Biasson, Deni Alla. Und da unten haben wir im Blickfeld Chalal Baktash, der Youngster von den Tottenham Hotspur. 63 Millionen wert, Vertrag bis 2019, bitte verlänger nicht. Das könnte eine Chance sein, dass der nicht verlängert. Naja, achtes Weltwunder, aber man kann ja noch träumen. So, kann ich hier gucken? Ne, ich hätte jetzt gerne in der Bundesliga noch gesehen, aber man kann leider nur Championship noch gucken. Sehr schade. So, Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung. Ich aber nicht mit denen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir hier? Software. Nö, machen wir am Ende. Also wir können jetzt ja verlangen. Wir spielen jetzt ja international, deswegen möchte ich das jetzt ungerne. So, Roberto Mancini fordert uns zu einer Partie Golf heraus. Nehmen Sie an, natürlich. Vernichtende Niederlage für uns. Ja, da sollten wir mal ein bisschen mehr Golf spielen gehen jetzt. So, Hinweis auf Sonderprämien. Chris Newey, ganz egal. 18.000, das haben wir noch locker. Wir haben auch wieder Kohle, wie ihr seht. 30,7 Millionen. Das heißt, ich muss den Kredit nicht aufnehmen. Gott sei Dank. Also das schaffen wir mit dem Geld. Saisonziel übertroffen, sehr schön. Das ist ja sehr glücklich, der Präsident, Ken Wright. Reserve 0-0, das haben sie gut gemacht, haben nicht verloren gegen Man City. Da gucken wir gleich mal rein, wo die in der Tabelle letztendlich stehen. Mannschaft des Jahres, Barkley, Richie und Vossen. Die Jungs, die loben wir mal alle. Würde ich gerne. Würde ich gerne, geht aber hier nicht. Geht auch nicht. Super, dass du jedes Spiel gespielt hast, Jelle Vossen. Das ist schon stark, wirklich in der neuen Liga jedes Spiel zu spielen und dann am Ende Zweiter zu werden in der Torjägerliste. Klasse. So, 33,26 Millionen für den zweiten Platz. Ihr seht ja schon, das ist deutlich mehr als in der Bundesliga.
Ich glaube, da kannst du als Meister 18 Millionen einkassieren. Oder was heißt als Meister? Einfach als dieser 5 Jahre zusammengenommen oder 4 Jahre ist, glaube ich, in dieser Wertung. Ansprache fehlgeschlagen geht mir jetzt ein bisschen am Arsch vorbei, wenn ich ehrlich bin. Die Saison ist sowieso vorbei. So, Leute. Genau, Ergebnisse. Die kompletten Ligen uns mal angucken. Reserve und die beiden Jugendteams. So, Reserve steht am Ende auf Platz 7 mit 68 Punkten. Sehr ordentlich. Obwohl wir schon eine starke Mannschaft hatten, am Ende natürlich hier auch ein dicker Vorsprung vor uns. Das sind ja fast 20 Punkte. Aber die Liga ist wie gesagt nicht wichtig, ne? Die sind einfach nur da, dass sie Spielpraxis bekommen. So, A-Jugend macht das Ding am Ende, den zweiten Platz, ganz souverän mit einem 3:0 gegen Tottenham. Die ist super stark, die A-Jugend. Und wir müssen uns da noch kümmern, wen wir da mitnehmen in die zweite Mannschaft nächstes Jahr. 4 Punkte nur hinter Man City, sehr ordentlich. Und hier Platz 4 am Ende. Da auch nochmal das letzte Spiel gewonnen, 2:1 gegen Fulham. Und da sind halt die Top 3 doch noch ein bisschen stärker gewesen. United, City, Arsenal. Aber das kann sich ja ändern. Stuart Butcher ist hier Torschützenkönig. 163 als 17-Jähriger. Den könnte ich eigentlich hochziehen jetzt. Vertragsangebot, ich versuche das mal. 3 Jahre, zweite Mannschaft, Gehalt 550. Ich probiere das einfach mal. Wenn er ablehnt, können wir es ja immer noch Anfang nächster Saison probieren. Weil der ist schon klasse, der gefällt mir. Ist ein fleißiger Stürmer, das sieht man auch nicht oft. Da habe ich ja mal in Italien nach einem gesucht, habe mich da dumm und dusselig suchen lassen. Vom Scout, der immer nur einen Spieler angeschleppt hat. So, Zentrale. Okay, hier ist eigentlich alles bestens. Wir müssen den Kalender noch machen. Ich nehme an, dass wir natürlich jetzt hier noch die Saisonabschlussfeier noch machen müssen. Wo haben wir sie denn? Abschiedsspiel könnte ich machen. Abschiedsspiel von wem? Machen wir ein Abschiedsspiel. Ich habe keine Ahnung gegen wen. Starke Gegner? Nürnberg. Geil. Goodison Park. Stadion Nürnberg. Wollen wir das bei denen machen? Nee, ist eigentlich doof. Goodison Park, die kommen zu uns. Abschiedsspiel gegen Nürnberg, das ist natürlich auch super genial. PR-Presse-Saison Abschlussfeier. So, machen wir hier an dem Freitag nämlich dann die ganzen Auszeichnungen. Gott, hätte ich das jetzt vergessen, die hätten mich mal wieder gesteinigt. Da wäre auch der FA Cup nichts wert gewesen. Okay, gegen Nürnberg haben wir dann noch das schöne Abschiedsspiel. Das passt eigentlich auch perfekt rein jetzt hier, wenn ich es gerade mal so überlege. Was können wir denn noch machen? Autogrammstunde nochmal vorher für die ganzen Fans, bevor die dann in Urlaub gehen. Ja, und ich würde sagen, hier an dem Montag dann Mannschaft, ja, Spielerfeier, ne, das brauchen wir nicht, das haben die ja schon alle. Machen wir hier Urlaubsbeginn. Ist in Ordnung. Ich denke mal, hier ist noch eine Länderspielpause, da müssen sie sowieso weg sein. Da müssen wir dann für Österreich auch wieder aufstellen. Aber das passt schon. So, haben wir das erledigt. Ich will mal kurz hier reingucken. Zweite Mannschaft, Spielerkader nächste Saison, dass ich mal so ungefähr einen Überblick habe. Einen Torwart, das heißt, wir müssen nur einen Torwart nachziehen. Rechte Verteidigung, linke Verteidigung ist in Ordnung. Innenverteidiger passt auch. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, zentral ist auch sehr gut und Stürmer auch. Also das passt eigentlich. Wir müssen theoretisch dann nur noch einen Torwart nachziehen, unbedingt. Griffiths. Oh, dann gibt's. Nee. Also der könnte theoretisch noch ein Jahr spielen hier. Da haben wir einen 16-Jährigen. Callum Kell. Nee, normalerweise ist es eigentlich nur sinnvoll, wenn wir den hier mitnehmen. Ich hoffe, dann kommt in der nächsten Saison ein Torwart mit hoch, weil mit Peter Gibbs, ich glaube, da will man keinen Blumentopf gewinnen. Oder kann ich vielleicht Ephobi einfach runterziehen? Das könnte ich eigentlich jetzt schon mal machen, wir brauchen jetzt ja keinen mehr. Erste Mannschaft, Jake Ephobi. So, weil wir haben ja dann Lukas Räder als zweiten Torwart nächste Saison hier und Hennessy ist ja auch noch da, also von daher in die Reserve verschieben, dauerhaft. Jetzt ist es auch egal, wenn er mit seiner miesen Stimmung da alles runterzieht, weil die Saison ist eh vorbei. So, Assistent, Chons. Ja, ich denke mal, er soll spielen. Jasper Chons, der wird ja sowieso gehen. Muss aufgestellt werden. Ja, lassen wir es mal so stehen, okay. Dann passt es. Dann haben wir nämlich auch zwei Torhüter, muss ich da gar nicht weiter gucken. So, Blickfeld. Ein Spieler, das war ja der, wo ich den Namen vergessen habe. Wie kann man den Namen vergessen? Vergisst der einfach den Namen. Kurz kann ich den Namen sortieren hier. Das war nämlich bei M. Ein Grieche, wie gesagt. Mavrias, so war's. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal eingegeben habe. War es O mit M oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war der Gesuchte. Charalampos Mavrias. Klangvoller Name.
von, ich glaube, Rapid Bukarest müsste es heißen, aus Rumänien. Ja, den können wir mal scouten. Stufe 5. Also er ist ja noch dicke dabei hier, der gute Jim Lawler. Kann der dann seine Saison, den Abschluss nochmal nutzen, den ganzen Spieler hier fertig machen. So, Infrastruktur. Wir können ja noch was bauen. Wir haben jetzt ja wieder Kohle. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich guck mal gerade nach, was wir hier noch verschieben dürfen. Wir dürfen theoretisch 10 Millionen draufpacken. Also Infrastruktur, da könnte ich mir ein bisschen was vorstellen. 3,2, dass wir da noch ein bisschen was bauen. Rest bleibt so stehen. Und dann probieren wir das mal. So, 2 Millionen. Und dann würde ich hier gerne noch was machen. Das Trainingsgelände, wenn es denn geht. 2 Millionen. 66 Tage, das brauchten wir ja, um die ganzen Sachen hier zu machen. Das ist quasi ein schleichender Prozess. Erst das und dann den ganzen Rest. Deswegen ist es schon ganz gut. Anfang nächster Saison müsste es dann fertig sein. Also das geht nicht, weil es... Ja genau, da brauchen wir das nämlich zum Beispiel. Und hier, das ist zu teuer. Hier brauchen wir es nämlich, glaube ich, auch. Genau, medizinische Abteilung. Wo ist die überhaupt? Ist das hier? Genau. Trainingsplätze, kann ich da noch was machen? Ne, da brauchen wir auch erst das Trainings. Siehst du, das hängt alles zusammen. Theoretisch gesehen könnte ich noch hier was machen. 0 verschiedene Fanartikel können verkauft werden, ne? Super. Gucken, was haben wir hier? Ist zu teuer. Und hier? Auch zu teuer. Naja, gut, dann lassen wir das mal so. Dann bauen wir das Ding da aus und dann passt es auch. Hier von den Budgets sieht ja alles sehr gut aus. Wenn das Sonstige hier noch nach unten rutschen sollte, muss ich halt nochmal verschieben. Ich wollte aber noch mal kurz nachgucken, um wirklich aufs Nummer sicher zu gehen für die Lizenz. Genau, 13 Millionen würden uns am Ende bleiben. Wir müssen noch zweimal Gehälter bezahlen. Ne, ja doch. Siehst du, 6,02. Das sind knapp 7 Millionen. Die da jedes Mal runtergehen. Und das merkst du natürlich ungemein. So, wir gehen den einen Tag noch vor. Ja, wie gerne ich die Hymne doch gehört habe. Und das tue ich auch immer noch. War eine tolle Zeit, 4 Jahre in Nürnberg. Ich hab's euch versprochen. Wir werden nochmal gegen die spielen. So, Stichwort Jan Sommer. Ich sehe hier eigentlich keinen Wert, der das irgendwie rechtfertigen würde, dass er so wenig Bälle hält. Mann gegen Mann ist klasse, was diese Konter zum Beispiel angeht. Also 1 gegen 1. Stellungsspiel ist wunderbar. Fangsicherheit ist klasse. Flugparaden auch, Reflexe auch. Also warum hält der so wenig Bälle? Kann doch nicht daran liegen, ja doch, der ist ein bisschen klein, ne? 1,82, das ist natürlich nicht groß. Vielleicht deswegen. Vielleicht kommt er einfach mit seinen Patschehändchen da nicht mehr dran. Da kann er fliegen, wie er will, ne? Könnte man sich jetzt sagen. So, das stellen wir jetzt, glaube ich, noch auf und dann mache ich den Cut. Ist doch ein bisschen alles länger geworden, weil natürlich diese ganzen Geschichten jetzt da angestanden haben mit den Ranglisten und so. Gucken wir mal in die Takten. Natürlich jetzt hier nicht so hoch, ganz klar. Wir spielen das jetzt in ganz locker zu Ende. So, wir gehen jetzt auch von der Abwehr. Lu riecht ein bisschen vor. Pressing 60%. Siegprämie gibt es natürlich nicht. So, 55%. Ich will es hier ein bisschen riskanter spielen. Was soll denn passieren, ne? Gut, Baktas ist jetzt nicht mehr da. Den müssen wir nicht mehr fürchten. Was hat er überhaupt bei Manndeckung? 79. Den würde ich gerne mal von Onua bewachen lassen. Mal ein bisschen was anderes probieren. Also Fellaini macht jetzt hier nochmal den Stürmervernichter. Ich hoffe, das klappt. Was ist Mali stark geworden? Der hat ja Kiyotake ersetzt. Auf eine 80, ne? Also die haben damit eigentlich nichts falsch gemacht, Kiyotake zu verkaufen. Also man hätte ja keine ahnen können, dass Mali so gut wird. Klar war der auch nicht schlecht gewesen, als er noch bei uns zweite Wahl war hinter Kiyotake. Quasi Backup. Na, das hat mich jetzt wirklich dann überrascht. Marcel Risse, auch hinten rechts Verteidiger. Sehr gutes Deutsch. Rechter Verteidiger Marcel Risse auch nicht schlecht mit einer 78. Rakowski auf einer 85. Oh Mann, wollt ihr mich denn? Es kann nicht wahr sein. Ich habe es vorhin noch gesagt. 10 Millionen. Man hätte den noch gerade verschenken können. Noch irgendwie mit einem Schweinchen dabei oder so. Mit Schleife. 10 Millionen. Für 10 Millionen verkloppen die den an Madrid. Also hätte ich den, ich hätte den 50 Millionen ausgesaugt. Also das kannst du ja keinem erzählen. Ich will nicht wissen, wen die da jetzt anschleppen für nächste Saison als Torwart. Ich werde die Augen drauf halten. Das ist ja nicht zu glauben. Also ich muss jetzt hier echt einen Cut machen, weil das nervt mich jetzt gerade mal wieder. Was machen die? Alles, was wir aufgebaut haben, wird hier wirklich wie ein Schandfleck behandelt und muss schnellstmöglich weg. Furchtbar. Bis gleich gegen Nürnberg.